Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Big Flat oder Flats Texas Map. Ob ein Video mit musikalischer Unterstützung gleich. Eine Sache habe ich wieder vergessen, ich muss mein Lenkrad kurz zementieren und der tut mir da schon wieder. Ja, muss ich nachher schauen. Das Lenkrad will mich gerade ein bisschen dezent ärgern. Das hat einen 14%igen Versatzdreh. Das heißt, ich lenke gerade und er fährt aber leicht rechts. Bis 60 habe ich jetzt dezent ein bisschen weitergearbeitet. Der Helfer ist unterwegs gerade auf dem Feld. Ich habe da einige Bahnen auch schon vom Stroh weggeführt. Das können wir nachher noch wegführen. Ja, als erstes einmal, wenn die Musik zu laut ist, schreibt es in die Kommentare. Dann weiß ich, muss es ein bisschen leise machen. Sollte aber eigentlich angenehm passen. Ziemlich gleich laut wie der Spülsound. Vielleicht bisschen ist es tiefer wie der Spülsound. Da müsst ihr sagen, wie es ihr lieber haben wollt, gleich laut oder lauter oder ob das so passt. Das könnt ihr bestimmen. Okay. Ja, ich hab da gerade noch was gesehen. Das machen wir am nächsten Ingame-Tag. Wobei, ich habe vergessen, schauen. Das kann dann kein kommen ist. Jedenfalls, wir haben jetzt Ingame 19.19 Uhr. Ich bin jetzt wieder auf 0,5. Ich war inzwischen auf 0,3 von der Zeit her unten. Und zwar aus dem anderen Grund, weil ich sonst zu tief in die Nacht rein hätte müssen, glaube ich, arbeiten. Also das Feld ist da doch ein bisschen dezent länger, wie ich gedacht habe. Ich glaube insgesamt mit der Zeit, was ich offline jetzt nehme, bin nur um das Feld zu ernten, sind es circa 3 Stunden. Soll jetzt nichts heißen und nichts schlecht heißen, also ich habe nichts dagegen. Da ist sowieso ein entspannendes Videoformat, sei so, beziehungsweise für mich Entspannung und weil ich herumfahre, arbeiten erledige und das genieße. Also in dem Sinn passt es mir eher. Das kostet halt nur ein bisschen mehr Zeit wie gedacht. Aber ich muss auch sagen, wir haben nicht gerade das maximale Schneidwerk. Das heißt, hätten wir ein größeres Schneidwerk, wird es wahrscheinlich schneller gehen und dann wäre es einfacher, besser. Mal gucken. Gut, liebe Schanke, der Zug ist vorbei. Ihr dürft es wieder aufmachen. Jetzt das, was ich jetzt aber vergessen habe, einzustellen, waren die Blinker, gell? Der wollte ich eigentlich bis zu dem Video auch schon aktivieren. Weil die Gangschaltung brauche ich nicht, ich fahre mit Automatik, sprich, ich war ja jetzt hoch und oben schalten durch beim Lenker und man die Blinker hin auf die Tasten. Ja, ich muss sowieso das mit dem Lenker allein noch einmal schauen, also das sind auch, da muss ich noch einmal tun. Kurz aus beim Spur und ich kann inzwischen das Video mal anschauen, wie es aussieht. Schaut mit der Musik, mit der Lautstärke, ob das passt oder nicht passt. Das funktioniert so gut so weit. Kontostand ca. 350.000. Hat schon wieder fast dran vorhin Dank. Das habe ich gemerkt inzwischen, jetzt mal, wenn ich weg bin und wieder ein bisschen zurück war, war dann sein Quantank schon wieder fast voll. Aber er misst beim Aufweg und nach oben hin unterwegs sein. Das heißt, ich kann ernten. Ernten muss sein für den Blödsinn. Obdank natürlich.
So bloß hört sich die letzte Spur. Oh ja, sehr gut. Weil dann können wir nachher noch ein bisschen Stroh arbeiten und dann schlafen gehen. Weil dann ist die Erntearbeit wenigstens fertig. Das ist das Wichtigste gewesen, dass man den Weizen am heutigen Ingame-Tag, was eigentlich ein Monat ist, also im August fertig kriegen. Das war wichtig und das haben wir auch in dem Sinn erledigt und geschafft. Aber wenn es ziemlich früh dunkel geworden ist, aber dafür gibt es ja das Licht. Die Nacht über durcharbeiten, das will ich auch nicht mehr, so wie bei den vorherigen Maps. Wenn man auch am Tag arbeiten, wirklich das Simulieren am Tag arbeiten, in der Nacht schlafen. Und wenn ich irgendetwas nicht schaffe, dann Pech gehabt. Aber in dem Sinn habe ich es eh jetzt geschafft. Aber nächstes Mal, dadurch, dass wir schon letzten Erntetag gehabt haben, war der Erntemonat von Weizen, das war nämlich August, der letzte Monat. Und wir müssen schauen, dass wir es heute in der Kurve bringen, sonst hätten wir, wenn wir das Feld selber angesetzt hätten, hätten wir es am ersten Erntemonat schon geschaut, dass wir es eventuell überbringen, je noch weiter. So, aber du dürfst soweit leer sein, das heißt, ich switch einmal durch zu dem da. Ja, einschalten ist schon. Und dann tun wir noch ein bisschen Stroh oder sammeln oder einsammeln. Dann habe ich inzwischen mit dem Helfer immer hin und her geschickt. Weil das Anladen direkt selber habe ich selber gemacht, weil er die Fotostation kommen schon was nicht gehabt hat. Zum Entladen. Fragt mich nicht warum. Ist so. Bis er den nachher noch einmal schauen, vielleicht was ein Fehler meinerseits und ich hab's nicht gesehen. Sicht mal links vorne drei Streifen aus mir übrig, ich blende mal immer so an. Da bin ich immer noch eigentlich da oben. Ich habe beim Vorhergehen immer das wieder weggenommen. Der VC hat die Arbeit beendet und mit dem sind wir auf. Das wenn wir mit dem Fuß sind, wir sind da am Ende. So. Dann fahren wir auf die Straßen da und dann aktivieren wir einen Helfer. Aber wir sind vom unteren Ende gestartet, den Helfer. Mal schauen, was er macht, wenn ihn von da am Start. Und zwar stürmen wir da oben. Und dann gehen wir. Da tun wir speichern, passt schon. Auf den Helfer, Job erstellen. Und zwar der Junge, das passt. Zielposition eingeben. Und zwar daher und so umstellen und Job starten. Sehr gut. Dadurch, dass nur gerade Straßen sind, gibt es für den nicht wirklich große Probleme. So. Und jetzt haben wir die letzte Ladung. Achso, der Helfer ist fertig. Warte mal, ich muss jetzt den Helfer aushauen. Achso, das ist der Helfer, der was gerade fährt, was mir gerade gekostet hat. Nicht der, okay. Aber ich kann es vorausfahren. Wenn ich schon da drin sitze. Wo haben wir denn da? So, das sieht alles gut aus.
Getränk wäre nicht schlecht gewesen, wenn ich mitgenommen hätte. Weil das kann ich nachher noch der Aufnahme holen. Super. Und ich hab's wieder gesehen. Muss nicht das abbrennen. Und dann super zu sagen. Ist aber super. Es läuft. Es läuft. Ich bin zufrieden. Das war's. Jetzt bleiben wir da mal stehen, schauen, was er macht. Ich würde nämlich den Helfer, Freifahrt. Und zwar schickt man Zielposition. Was er her? Und Job starten. Helfer Baby durch ein Objekt blockiert. Lass mal nochmal fahren, schauen wir mal. Wir haben eh da gerade einen anderen Helfer, nämlich der da, der entlohnt wird. Beziehungsweise der ist auch gekommen. Licht, 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 Licht. Im Dunkeln ist, nicht, ist zwar gut munkeln, aber bis vorn ist es nicht gerade förderlich. Und abladen. Bringt zwar nicht viel, aber ich glaube 5000 pro Ladung waren es einmal. Jo, knapp 6000. Also ist ein bisschen was besser wie ein Star am Shell, hätte ich gesagt. Und du Job erstellen 6:30. Ja, du fährst mir wieder Zielposition vorher und Job starten. So, der andere ist drüben auch gekommen. Nee. Also das war der Zielpunkt. Hat da vorher da gerade. Okay. Dann räumen wir unseren Drescher weg. Wenn wir es vorher fahren, tun wir mal Licht einschalten. Machen wir die volle Beleuchtung. Nein. Okay. Hab wieder was gesehen. Das ist, glaube ich, jetzt der fünfte gewesen, was ich gesehen habe. Da können wir aber morgen schauen. Morgen, der Tag, wenn es halt ist. Okay, ich habe noch eins gesehen. Das ist der sechste. Oder in der Nacht gleich mit der Asi. So, und einmal über das Abhängen schnell. Was ist auswendig? Bam, 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 glaube ich. Ja. Dafür wieder zum Thema, ich bin lernfähig. Da, da, da. Na, nur Türen. Schade. Das heißt, einmal dummer dumm, weil wir den können in die Halle stellen. Bei der eine von können. Aber da, glaube ich, ist oft auch, jo.
zu weit brauche ich nicht wegstehen, weil der Kerz habe ich so gewaschen. Und wir haben aber noch nichts zum Waschen, aber wir haben Gold, um das hier nachher zu kaufen. Gut, dann schauen wir mal in die anderen eine. Der ist da. Okay, du hast jetzt ein paar Probleme. Ja, ist ein bisschen schüchtern. Ja, also das hätten wir dann an diesem Endgame-Tag mal geschafft. Alpha E hat die Arbeit erfolgreich beendet. Passt. Aber der Helfer E, der bleibt jetzt auch ruhig, weil ich gesagt habe, wir werden jetzt gleich die Nacht simulieren, bis in der Früh, damit wir wieder ein Hell haben. Und dann gehen wir da zwei, drei Sachen, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen einsammeln. Und 6 Worte war es. Beziehungsweise 6 Worte habe ich gesehen. Vielleicht ist euch ja in den letzten zwei Videos der eine oder andere Ort aufgefallen. Wäre ja möglich. Was ich meine, ist ich jetzt glaube ich jeden klar, und zwar die Sammelobjekte. Das ist aber noch nicht mal alles, oder ne? Ja, da wird die Nachbarwesen drüber. Den Traktor stellen wir gleich nach Hause, weil den mit Hänger brauchen wir jetzt nicht mehr. Am nächsten Link im Dock wäre eigentlich nur noch die Streu zu sammeln. Und noch schauen, wie die weitere Bearbeitung von unserem Feld ausschaut. Gut, dann lassen wir mal da stehen. Dann stellen wir aus. Und dann laufen wir mit zu unserem Haus. Eigentlich eher nicht um der Uhrzeit liegen, aber machen wir 7. Noch müssen wir toll sein. Ich hoffe es halt. Jo. Okay, können wir uns merken, können wir auch früher aufstehen. So, jetzt gehe ich nur da einmal ums Haus zu schauen, ob wir da auch irgendwas haben. Ein Sammlerberg. Jo, das wird dann nämlich die Nummer 7. Also da leuchtet schon mal das nächste. Das habe ich nämlich schon entdeckt da.
Also das ist das zweite. Das heißt Teamobjekt, da müssen wir jetzt alle sammeln. So, das habe ich gerade vorher entdeckt, wenn wir da durchgefahren sind. Das war das dritte. Schauen wir da gleich, da nichts. Da zwischen den Silos habe ich eins gesehen. Das war vierte und wenn wir da war nichts. Wir fahren ja, das war der vierte, habe ich jetzt schon mal und drei weiß ich noch. Aber den machen wir nachher, wenn ich da mit dem da das wegführen tue. Das liegt nämlich auf dem Weg. Okay, wie ich gerade sehe, ist Unkraut. Unkraut, Unkraut. Ja, das machen wir nachher. Jetzt tun wir zuerst da noch schnell Stroh einsammeln. Immer schön gemütlich Stroh einsammeln. Wenn wir mal die Ansicht ändern. Nach vorne schauen wäre auch nicht schlecht. Das heißt, wir haben 7 Stück bei der eingesammelt dann. Beziehungsweise sind entdeckt schon 8 insgesamt entdeckt. Dann haben wir ja glaube ich schon eingesammelt, das war und das ein Händler glaube ich, oder? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, war es von Händler. Fasziniert, wie detailliert und genau teilweise die Aufkleber da links und rechts sind. Die Warnhinweise und alles. Können um jetzt bei der Straße umfahren, ich fahre aber gerade absichtlich die Straßen, wenn ein Eis haben. Bald wird links. Die drei, was ich noch entdeckt habe. Und hab's ihn gesehen? Oder hab's es gesehen? Doch nicht? Jetzt war es wieder einmal deutlich zu sehen. Und zwar jetzt sehe ich zu sicher. Da steht der Wagel. Das heißt, zwei noch ausständig. Das wir als nächstes wird so nicht sehen. Erst, weil das habe ich auch nur gesehen, weil ich in der Außenansicht gefahren bin. Jetzt gehen wir mal in die Außenansicht. Und habt ihr es gesehen?
Wenn nicht, spult es zurück und schaut es dann auch einmal. Aber das ist nicht blind. Das ist aber klein. Oder was noch weiter hinten? Ah, da ist es. Dann ist noch eins, das habe ich aber. Mal schauen wir mal, was in der Innenansicht da sieht. Aber ich glaube, das werden wir auch noch in der Außenansicht sehen. Das siebte. Ne, sieht man so nicht. Einmal Außenansicht. Und so, jetzt wird es sehen. Ah, da liegt es. Sehr gut. So, da fand die Autos jetzt eh durch mit. Das heißt, wir werden da jetzt einen Helfer starten und schauen auch gleich, wie die weitere Arbeit ausschaut. Und zwar ist so ein Helfer gehen. Den Helfer. Einmal den Job erstellen, den Punkt auswählen, Tab, Sub und Job starten. Have fun, mein little friend. Sehr gut. Und während wir da als blinder Passagier plötzlich mitfahren, bis da vier, ich hab da jetzt zwei Sachen gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Da hopfen wir jetzt raus. Da waren's. Das hat jetzt nämlich wunderschön ausgeleuchtet. Ein Drescher, wie man sieht. Okay. Also Sammelobjekte gibt es da genug. Und da vorne habe ich noch eins gesehen. Da hat es auch ausgeleuchtet. Gut vor. Weil da die Dings noch nicht. Aber die ist groß. Deswegen hat es wunderschön ausgeleuchtet. So, bleiben wir aber jetzt einmal kurz da so stehen. Damit haben wir sogar 9 Stück heute gefunden. Und dann gehen wir jetzt schon mal gucken, unser Feld, die Nummer 10. Die Nummer 10 ist abgeerntet. Ja. Und die Nummer 10 hat ein bisschen Unkraut. Benötigt Kalk, muss gedüngt werden. Wurde gemulcht? Eigentlich muss es mulchen, ja. Warum steht aber nichts zwecks? Mir fehlt da was. Und zwar muss gepflückt werden. Und muss probiert werden. Das fällt mir irgendwie. Das heißt, ich muss es nicht machen. Sprich, ich kann es eigentlich mulchen, weil wir ja Stoppeln drauf haben. Unkraut weg tun. Das Unkraut ist ja auch leichter. Ja, wahrscheinlich dann. Bin ein bisschen dumm, sehe ich gerade. Unkraut, da muss ich einschalten. Da haben wir Unkraut, also dort, wo wir nicht gefahren sind.
Das heißt, wir werden jetzt Stroh fertig einsammeln und einmal Unkraut wegmachen, hätte ich gesagt. Weil wir haben. Ah, nein, das ist eine Scheimecke. Einzelkornsaat. Da werden wir uns dann in der nächsten Folge was kaufen. Schön Brat. Dann an. Blub. Unkraut entfernen, nicht Spritz. Was haben wir denn noch Spritzen? Mit der könnte man durchfahren. Ich muss nur schauen, ob ich. Ja, wenn wir nichts zusammen haben, dann müssen wir kaufen. Wir brauchen nur ein Spritzmittel. Passt aber, liebe Leute, das war's dann für die Folge. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie hat euch die Folge gefallen, beziehungsweise habt ihr noch irgendwo eine versteckten Items gefunden oder gesehen? Aber bitte nicht genau schreiben, wo, nur mal schreiben, habt ihr eine gefunden oder nicht, würde mich interessieren und wie viele. Oder habe ich bis jetzt alle entdeckt, was es so gibt, was wir gesehen haben. Und ja. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, drückt die Glocke, lasst ein Abo da. Ist alles natürlich kostenlos und ihr werdet gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.